also einen neuen Grill anschaffen, der alte ist nämlich Schrott. Jetzt habe ich gerade gedacht, wäre das nicht eine nette Geste für unsere türkischen Mitglieder, wenn wir für die noch einen zweiten Grill dazu holen? Aber worüber reden wir denn eigentlich? Wir haben doch hier immer normale Wurst gegrillt. Warum sollen wir das auf einmal ändern? Was meinst du denn mit normal? Eine normale Grillwurst halt. Die sind mit Schwein, das ist einfach so. Und die mögen doch auch alle. Dein letztes Mal. Ich brauche keinen eigenen Grill. Aber du hast doch gerade gesagt, du bist damit nicht zufrieden. Boah, ich meine nur, Harry Patton, dein kleiner geschenkter Elektrogrill vom Dachboden für die Türken auf einem Stuhl neben dem XQ30C. Ja, man kann den auch auf den Tisch stellen. Ich toleriere alles, ich bin der toleranteste fucking Mensch der Welt. Ja, aber so ist das nur meine Demokratie, Matthias. Wir müssen als Club Entscheidungen treffen, die jedes Clubmitglied auch mittragen kann. Mann, was soll das denn jetzt? Ich sollte spontan sein, das war spontan. Ich habe ein Recht, das so zu sagen. Ich will mir meinen Club halt nun mal nicht wegnehmen lassen. Ich will dir was wegnehmen? Deinen Club? Klar, ich will dir alles wegnehmen. Der böse Türke kommt und nimmt Matthias sein Förmchen weg. Gut, jetzt fordere ich einen eigenen Grill auf Vereinskosten, so groß wie ein Tennisplatz. Warst du nicht gegen den zweiten Grill? Ja, und jetzt bin ich dafür.